Gestern Nacht hat OpenAI O3 Pro freigeschaltet. Und zwar für den 200€ Pro-Account und das ist neu, auch für ChatGPT Teams und demnächst wohl auch für Enterprise und Education, also für die Business-Version. Und das hat mehr Bedeutung, als man es auf den ersten Blick denkt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache ein kurzes Update-Video zu dem Thema. Wenn ihr wissen wollt, lohnt es sich, viel Geld auszugeben für so ein Tool oder sollte man es im Unternehmen einführen und was ist überhaupt dieser Pro-Mode und was soll das Ganze überhaupt? Also, vielleicht einmal ganz kurz Wind-up zum Hintergrund. Der Pro-Mode ist quasi der God-Mode der KI-Tools. Das ist das ultimative Reasoning-Modell, was also denken kann von OpenAI. Und die haben im Dezember das erste Mal diesen Pro-Mode rausgehauen für dann ein ChatGPT Pro-Account für 200€ im Monat. Da haben viele gesagt, bist du denn des Wahnsinns? 200€ ist der absolute Irrsinn. Und ich habe relativ früh gesagt, ich teste das und gucke es mir an und muss sagen, ich habe den nie wieder hergegeben. Wir haben sogar im Team diverse Leute, die damit viel gemacht haben, denn es handelt sich um ein absolutes Reasoning-Beast, das Ganze. Ich zeige euch das einmal ganz kurz in den Zahlen hier, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wenn wir auf der OpenAI-Seite, da gibt es hier so diese quasi Modellvergleiche, hier mal O3 Pro anschaut, seht ihr auch schon, ne? Highest Reasoning. Reasoning bedeutet eben, wie gesagt, das Denken im Hintergrund. Und dann habt ihr eben hier die 20€ in und 80 Output. Ich sagte, das sagt mir alles gar nichts. Vergleichen wir das mal beispielsweise hier mit einem O3 und hier mit dem O3 Mini. Seht ihr auch schon, der O3 Pro hat 80€ im Output. O3, also das normale, ist schon 10 mal kleiner, also Faktor 10 dazwischen. Und dann nochmal roundabout die Hälfte bei O3 Mini. Und das Krasse ist, kostenmäßig, ich zeige euch das ja mal nebeneinander, neben dem alten O1 Pro Mode, was das für ein Biest war, da haben wir von 600€ Output gesprochen zu dann eben den 80€. Das heißt, OpenAI spart halt auch mit diesem Modus Geld. Sie haben also auf jeden Fall mit mir als Pro-User lange Zeit kein Geld verdient, da bin ich mir sehr sicher. Das habe ich auch immer wieder gesagt, dass das tatsächlich der Case ist. So, was kann man jetzt aber mit diesem Modus machen? Was bekommt man für die Kohle, wenn ihr ein Teams-Account in der Firma habt oder wenn ihr selber so einen Pro-Account habt. Das habe ich mal hier als Beispiel. MP hat mir heute Morgen dann einfach mal mit einem kurzen Prompt eine Unternehmensanalyse generiert über Deep Research, was ja ein Agent ist, den ihr mit eurem Plus-Account schon habt, mit öffentlichen Daten gesagt, mach mir mal eine Analyse zu Blackboard. Und dann hat er über die Websites, über den Christoph Magnussen YouTube-Kanal, über Wettbewerber, PR-Strategie diesen Report hier generiert. Und wenn ihr sagt, boah, ist das lang, dann ist das schon genau das, worum es geht. O3 Pro braucht Kontext. Das Ding braucht möglichst viel Kontext. Das heißt, je kniffliger die Aufgabe ist, die ihr dem Ganzen gebt, desto besser. Die Aufgabe ist sehr einfach. Ich habe dann, weil ich ja noch im Bett lag, gesagt, hey, pass mal auf, ganz einfache Frage. Du hast hier diesen Input, den ganzen Kontext rein. Mit diesem Input, was würdest du als CEO als nächstes tun und warum? Dann habe ich gedacht, dann kann ich Zähne putzen und danach ist die Aufgabe quasi erledigt. Und das ist tatsächlich ein O3-Beispiel. Das heißt, ihr gebt O3 Pro eine möglichst knifflige Frage. Und was dann passiert ist, das Ding denkt dann relativ lang nach. Ich zeige das mir hier unten. Der hat dann 13 Minuten nachgedacht. Das heißt, OpenAI gibt diesem Tool deutlich mehr Compute im Hintergrund. Deutlich mehr Compute, um verschiedene Denkschritte zu machen. Also im Grunde genommen könnt ihr euch so vorstellen, wie bei O3 oder bei anderen Denkmodellen geht ja diese Chain of Thought durch, aber eben nicht nur einmal, sondern ein paar hundertmal oder weiß ich nicht wie oft, das ist nicht bekannt. Und die packt er dann nebeneinander und analysiert aus diesen Denkvorgängen, was ist jetzt das beste Ergebnis. Das ist das, wie O3 Pro vorgeht. Wenn ihr solche Analysen machen wollt, und man muss schon sagen, die Ergebnisse sind echt gut, ne? Also der hat hier Sachen identifiziert wie, wo hatte ich es denn, der Founder Bottleneck, ist hier zu sehen im Report. Founder Bottleneck ist klar, ne? Also ich bin Lösung und Problem zugleich, weil ich bin das Gesicht nach draußen, aber gleichzeitig eben auch derjenige, der dann entsprechend reinspringt. Und das ist tatsächlich das, wo man sagt, das Ding guckt sich das alles an und vergleicht die Informationen und bringt es auf den Punkt. Aber wir haben auch Sachen drin, wie hier die produktisierten Angebote, ne? Nicht Standardisierung, sondern produktisierte Angebote, dass klar wird, was ist das ganz genau, was wir machen. Und das sind tatsächlich strategische Themen, an denen wir gerade arbeiten. Ist jetzt kein Riesengeheimnis, aber sind schon beratermäßig auf den Punkt gebracht,
was wir hier bei Blackboard tun. Also hier sind wirklich gute Sachen drin. Und wenn man das jetzt nochmal ein bisschen weiter geschärft hätte mit anderen Fragen, dann kriegt man natürlich nochmal andere Ergebnisse. Man kann auch diesen Deep Research Prompt nochmal besser formulieren, auch über eigene Dateien mittlerweile suchen und dann eine kritische Frage stellen. Herausforderung, merkt ihr schon, wenn ihr keine kniffligen Fragen zu stellen habt, dann ist das nicht euer Modus. Wenn ihr die Frage stellt, wie wird das Wetter morgen, dann ist das nicht mal was für GPT-4, das ist nicht mal was für KI, das ist was für Google, weil die haben auch einen KI-Modus mittlerweile drin, aber das ist trotzdem eine blöde Frage quasi für diesen Modus. Das heißt, ihr braucht herausfordernde Fragen, dann habt ihr einen Sparringspartner an der Seite, mit dem man nicht hin und her chattet, sondern der dann losgeht, sich an seinen Schreibtisch setzt und das sauber durchanalysiert und mit einer Antwort zurückkommt. Das ist die Art, wie ihr mit diesem Modus arbeitet. Wenn ihr in einem beratenden Job seid, analysierenden Job oder, empfehle ich euch dringend, das Ganze mal zu testen. Wie gesagt, mit dem Teams-Account gibt es das schon. Mein Team hat das jetzt im Einsatz und kann das ausprobieren. Wenn ihr wissen wollt, wie man sowas ausrollt, wie man das macht, wie man es ansetzt, dann meldet euch gerne. Das ist nicht so schwer, dann kriegen wir auch das hin. Und ansonsten ist das in aller Kürze, wie man mit dem O3 Pro Mode am besten umgeht. Also klare Aufgabe, knifflige Frage und dann viel Kontext. Bis zu 200.000 Tokens kann man reingeben. Das ist deutlich mehr als das, was ich hier oben reingegeben habe. Ja, und alles andere machen wir ganz normal mit ChatGPT weiter. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Das heißt kurzes Update.